Hallo Freunde, hallo YouTube, ich bin der Armut, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. So, heute ist mein Tipp angekommen und zwar, ich habe einen auf Amazon nicht so bekannten Hersteller bei uns. Also vielleicht der AllDoCube ist nur bekannt denjenigen, die auf Amazon unterwegs sind. Der ist ein 10,4 Zoll Tablet mit 4G-Option. Ja, seine innere und alle anderen Daten und Unboxen also auspacken gleich nach dem Intro. Also 10,4 Zoll AllDoCube, sogenannten K-Pad oder K-Pad Tablet. 170 Euro, jetzt ist Aktion auf Amazon, kostet normalerweise 200 Euro, aber es gibt eine Aktion mit Gutschein, automatischer Abzug, kommt es auf 170 Euro inklusive Versand. Ich nehme den gleich raus und dann besprechen wir ein paar technische Specs. Moment, ich nehme gleich auf. Ein Messer. So. Schau mal. Okay. So, das ist er. Und da ist er. Tab, mehr zuerst schauen wir uns ein bisschen mal Zubehör an. SIM-Ejector ist logischerweise, weil der Tab hat eine SIM-Karte, Dual SIM sogar ist die Option vorhanden. Ne? Ladekabel weiß und Netzteil, da ist er. Da ist er. Nehmen wir das jetzt mal kurz weg. Und ja, weiße Kabel, schwarze Netzteil. Okay, schauen wir nochmal, wie viel Watt. 10 Watt Netzteil, also. Sieht man denn jetzt, ja, meine Samsung Galaxy S21 kann man vielleicht nicht so ganz genau ansehen, fokussieren, aber ja, 10 Watt, also, und der Akku ist 6000 mAh, ups, Entschuldigung, 6000 mAh, und nehmen wir den jetzt kurz mal auf den Sattel raus, so, schöner Tag, also, mein erster Gedanke, ja, hochwertig. Es ist ja Kunststoff, aber es ist nicht so billiger Kunststoff. Ne? Kamera, Front- und Hinterkamera ist auch die. Ah, und eine Displayschutzfolie ist schon drauf. Ja, ist eine, keine Panzerglas oder so, eine schlicht und einfach normales Folie. Und gehen wir mal jetzt rein nach. Wie gesagt, ist ein 10,4 Zoll. Ja, 10,4 Zoll. Auflösung 2000 mal 1200. Ja, ich habe ein bisschen auch selbst recherchiert. Logischerweise, man schaut, wenn man Internet benutzt, ob es schon Berichte gibt, ob es schon auf YouTube Videos gibt. Viel konnte ich nicht finden, aber auf Amazon gab es bestimmte Bewertungen. Acht, wenn man den glauben darf. Na, ich meine, ihr kennt schon Geschichte mit Bewertungen auf Amazon und ja, ist bis jetzt nur was Positives. Mein erster Gedanke, ja, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, ich habe ihn schon mal ausgepackt. Ich wollte mit meinem iPhone ein Video machen, da habe ich den iPhone im Stich gelassen und ist alles vorbei. Ne? Futsch, dann muss ich, jetzt mache ich ein neues. Ja. Aber okay, zurück zu dem Tab. Ja, 10,4 Zoll mit Android 11, ja, ist Bluetooth 5.0, WLAN ist vorhanden, logischerweise. 4G-Option auch mit Dual SIM und ist ein 8-Kerner-Prozessor drinnen. Seine Bezeichnung intern ist Tiger T610 Octa-Core. Er hat ist ein 12-Nanometer-Technik, hat zwei Hochleistung-CPUs und sechs hocheffiziente CPUs. Na? Ja, also was jeder kennt, entweder von Samsung CPUs oder von Apple oder von Snapdragon, der ist mir nicht bekannt. Aber wie gesagt, es gibt positive Bewertungen im Internet. Ich werde eh meinen eigenen Erfahrungsbericht euch anbieten, aber demnächst. Und der hat interner Speicher ist 64 GB. Und Storage, der kann man auf 2 TB erweitern. Also ein Slot von Erweiterungsspeicherkarte ist vorhanden. Sehr schön. Und wie gesagt, der Akku ist 6000 mAh.
interne Video schauen wir, also das heißt, wenn das Video auf dem internen Speicher ist, 10 Stunden laut Hersteller, YouTube-Videos gucken oder Netflix oder so, bis zu 7 Stunden. Ja, nicht schlecht. Das wird sich noch alles herausfinden, wie gesagt, mein Bericht folgt noch. Und der hat 4 GB Arbeitsspeicher eingebaut. So, und jetzt, wenn man die Specs anschaut, na, was alles, und, ah ja, noch wichtig ist, die Stereo-Lautsprecher, na, die klingen sehr gut. Na, die klingen sehr, sehr gut. Dann werde ich jetzt kurz mal starten. Ich habe schon ein bisschen eingerichtet und ich werde schon ein bisschen zeigen, wie flott der Android geht. Na, Moment, kurz. So, jetzt ist er. Und ja, ich habe mich schon ein bisschen herumgespielt, sehr flott. Android 11, kein Müll eingebaut, also keine Apps, die die Werbung sind. Na, fast ein reiner Android 11 drauf. Na? Und der rennt. Und der rennt und rennt und rennt. Na? Also ich bin bis jetzt begeistert. Na, ist es nur jetzt die Frage, wie lang von der Qualität hier, wie lang taugt er noch? Daran ist es schon vorhanden. Komm, ihr seht, ey, ist es wirklich, wirklich für das Geld? Moment, jetzt muss meine SIM-Karte eingeben. Bin dran. Sola. Und ich werde jetzt mal an YouTube spielen lassen, um euch den Stereo, also Lautsprecher, zu präsentieren. Mit Internet, ja, bin ich schon dabei. Na, 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 na. Moment, ich muss mein Intro. Da ist er. Und Moment, muss mal leiser spielen. Soll er. Sind sehr gute Lautsprecher. Stereo, zwei. Links und rechts ist einer. Also. Da kannst du nichts, also 170 Euro, vorausgesetzt, dass die Qualität wirklich stimmt mit der Zeit, wird sich schon zeigen. Ja, zwei links und rechts, ne? Ja, wie gesagt, 170 Euro habe ich bezahlt, 10 Watt Netzteil, 6000 mAh Akku und laut Inter also anderen Recherchen von anderen YouTube-Videos gehen Full HD, Netflix und Amazon Prime und Co. noch nicht. Ja, das hängt, glaube ich, auch von internen, ja, Apps. Aber wie gesagt, ich werde euch noch alles ausführlich berichten, über ob er wirklich sein Geld wert ist, auf dem Papier. Jeder Cent. Na? Weil schau du mal von diesem bekannten Hersteller, die Apps anbieten mit 4G-Option, findest du nichts unter 200, 250 Euro. Na? Und ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich einem oder anderen geholfen habe, um eine Entscheidung zu treffen, kaufen oder nicht kaufen, ich sage es auf jeden Fall nicht flop, sondern top bis jetzt. Und ein Abo wäre ich euch sehr dankbar. Liken tun es bitte auch. Daumen nach oben, nicht nach unten. Danke fürs Zusehen. Ich melde mich. Tschüss. So, ich habe jetzt diesen Tab ein paar Tage im Einsatz gehabt. Ausführlich getestet, Videos geschaut, Internet gesurft, 4G getestet. 170 Euro für so ein Tab, wie man schon sagt, wo es Licht auch gibt es auch Schatten. Und ich würde mal sagen, ich würde es aber nicht kaufen, weil es hat wirklich Mankos. Und zwar gehen wir jetzt aber zuerst rein nach. Also WLAN-Verbindung, Connection ist wirklich gut, habe nichts zu meckern. 4G ist auch sehr gut, also SIM-Karte-Slot. Display ist toll. Ich kann auf Netflix und Amazon Prime keine Full-HD-Videos gucken, also nur SD. YouTube erlaubt das schon, also Full-HD. Aber wie gesagt, Amazon Prime, Netflix nicht. System läuft, ist ja Stock Android, also pures Android ohne Schnickschnack. Was ich bemerkt habe, der Prozessor, der Tiger T610, ein Octa-Core, 12 Nanometer Technik, hat zwei effizienzstarken Prozessoren und zwei hocheffizienten CPUs. Und selbst beim Videoschauen, normalerweise wissen einige, also einige, wenn der Prozessor warm wird oder heiß, erhitzt sich die hintere Seite, das Gehäuse. Ne? In meinem Fall war so, dass
der Bereich der Displays warm wurde. Also man merkt es wirklich. Na? Selbst beim Videoschauen, nicht beim Spielen. Na? Und 4 GB Arbeitsspeicher, ja, ist super gut. Android 11, ja, genau, Android 11. Und es kratzt, also es ist Plastik, einfach Plastik. 170 Euro, okay, normalerweise verlangt der Hersteller 199 Euro, aber gab es eine Aktion auf Amazon, 30 Euro Gutschein, also wurde von dem Preis abgezogen. Ja, also ich schicke es zurück, weil ich glaube, wenn er jetzt so warm wird, der Prozessor, was wird dann passieren in 1 oder 2 Jahren? Und Garantie hast du sowieso, glaube ich, 1 Jahr. Aber ja, wenn er billiger wird, würde ich mal sagen, okay, man kann machen, ist wirklich flüssig. Es hat ich hatte wirklich nie Probleme mit dem Betriebssystem, außer ich habe Nova Launcher installiert, weil Launcher von den Herstellern, du kannst keine Design, du kannst nichts ändern, so wie es ist. Ne? Und ja, ich habe den Nova Launcher installiert. Super, also bin noch zufrieden mit dem Launcher. Nein, ich mache keine Werbung. Ich sehe gratis, dann kann man herunterladen auf Google Play Store. Google Play Store vorhanden, wie gesagt. Der rennt, so wie der deutsche Technikfaulte sagen würde, die Kiste rennt. Ja, aber wo Licht ist, auch Schatten. Ne? Und 170 Euro ist meine persönliche Meinung viel zu viel für dieses Gerät hier. Akku braucht von 0 auf 100 3 Stunden. Ja, der hat 10 Watt Ladegerät ist dabei mitgeliefert, aber 3 Stunden, bis er voll ist. Akkuleistung, ja, es hängt ab, wie oft man den benutzt, logischerweise. Aber man musste ich, wenn ich Intensiv-Videos geschaut habe, gesurft habe, YouTube angesetzt, musste ich am Abend wieder anstecken. Und wie gesagt, wo Licht ist, auch Schatten. 170 Euro ist für mich zu viel, schweige noch von 200 Euro. Ja, ich habe eher ein günstigeres Gerät gesucht mit SIM-Karten-Slot. Und aber wie gesagt, ist nicht mein Ding. Ich schicke zurück, weil für das Geld, wenn ich 30 oder 50 Euro mehr drauf zahle, konnte ich eventuell ein besseres finden. Ne? Wie gesagt, der größte Manko ist, er wird wirklich sehr heiß. Also der CPU, der Prozessor, und zwar im Display-Bereich. Und das ist für mich K.O.-Kriterium. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wenn ich einem oder anderen geholfen habe, eine Entscheidung zu treffen, kaufen oder nicht. Ne? Mich stört es persönlich, die Mankos, die das Gerät hat, trotz guter Sachen. Wie gesagt, und Android 12 oder schweige noch 13, ob die Updates-Politik von Hersteller ist auch eine Frage. Ne? Und ja, ich hoffe, ich habe einem oder anderen geholfen. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonnieren, nicht vergessen, es folgen noch viele weitere Videos. Danke.